Hallöchen meine Pumpels, Freunde und Kumpels und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ihr habt es gerade schon gesehen, der erste Black Ops 4 Teaser Trailer ist endlich da. Und was zeigt uns der Teaser Trailer? Naja, erstmal so die kleine Geschichte von Black Ops, also Black Ops 1 Ausschnitte, Black Ops 2 Ausschnitte, Black Ops 3 Ausschnitte. Nach dem Black Ops 3 Ausschnitt dachte ich mir, geil, endlich mal so ein paar Bilder zu Black Ops 4, aber nein, leider noch nicht. Da habe ich mich ein bisschen zu früh gefreut. Die ersten Informationen und also richtigen Informationen und Trailer werden wir ja dann wohl im Mai erwarten können, was ja auch nicht mehr so lange ist. Wir haben ja mittlerweile schon März und ja, da werden wir dann auch mal sehen, wie das Spiel so aussieht. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt. In dem Trailer stand ja ganz am Ende Forget What You Know, also vergiss, was du weißt. Da rätsel ich jetzt auch schon seit gestern, seitdem ich den Trailer gesehen habe, was die damit wohl meinen, was da wirklich auf uns zukommt, was neu wird, was, oh, vielleicht wird es ja komplett neu, wer weiß. Ich persönlich würde mir ja wünschen, dass es so ein bisschen Black Ops 2 angelehnt ist, also kein Remake oder so. Oder kein Abklatsch, sondern halt so spieletechnisch so wird, so ein bisschen so angelehnt. Das würde ich sehr feiern. Boots on the Ground soll es ja auch werden, wie einige Quellen ja schon berichtet haben. Und ja, was auch noch richtig nice ist, wie ich finde, ist, dass es ja am 12. Oktober rauskommt und nicht wie gewohnt im November. Also ich meine, weniger Wartezeit finde ich jetzt geil, stört mich gar nicht, freue ich mich drauf. Hoffentlich ist das Spiel dann auch komplett fertig, weil in der Vergangenheit von Call of Duty hat man ja gesehen, dass, naja, World War II und so ist ja auch immer noch nicht alles drin vorhanden. Aber darüber will ich gar nicht reden. Ich glaube, Treyarch weiß schon, was sie tun und Treyarch haben bis jetzt immer nur gute Call of Duties gemacht. Und ich bin auf jeden Fall hyped as fuck. Es wird garantiert mal wieder so ein Call of Duty werden, also ich hoffe es, wo man sich dran festsuchten kann. Ich habe in irgendwelchen Videos auch schon mal erwähnt, dass es für mich irgendwie seit Black Ops 3 keins mehr gibt, wo ich mich richtig dran festgesuchtet habe über Wochen und Monate. Ich meine, nicht mal mehr bei World War II bin ich Prestige 2, glaube ich. Also ich weiß halt nicht mal, was ich da bin. Also ich spiele jetzt ab und zu, aber nur noch so nebenbei. Und ich hoffe, Treyarch und das Black Ops 4 wird uns nicht enttäuschen. Es heißt jetzt auf jeden Fall Black Ops 4, das wissen wir ganz genau. Und wie gesagt, im Mai kommen dann die ersten Trailer garantiert und dann wissen wir mehr. Was haltet ihr von dem Teaser-Trailer? Also ich bin auf jeden Fall sehr begeistert und hyped. Und mich interessiert immer noch so, was die damit meinen, was man denn vergessen soll, was man weiß. Ihr könnt mir ja mal eure Theorien gerne mitteilen. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und ja, jetzt haben wir das gesehen und jetzt bleibt uns eigentlich nichts weiter, als noch mehr abzuwarten. Aber Mai ist ja bald und ja, ich bin auf jeden Fall guter Dinge und gehypt, weil ich glaube nicht, dass das scheiße wird. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das wird schon ein gutes Call of Duty werden. Und naja, dann würde ich sagen, lasst es euch gut gehen. Abonnieren ist kostenlos, würde mich sehr, sehr freuen. Und tschüss.